Liebe Freunde, hier ist euer Steinwall. Zurück in Lübeck 1477. Die wichtigsten Dinge haben wir letztes Mal geklärt, deswegen können wir heute recht schnell weitermachen und diesen Krieg zu einem Ende vielleicht führen. Die Lauenburger marschieren hier lang. Okay, jetzt mal kurz gucken. Die Kölner sind da auch schon. Ja, wir brauchen gar nichts mehr groß tun, oder? Dann werden wir mal ein bisschen Manpower sparen und uns das in Berlin gemütlich machen, würde ich vorschlagen. Und die Verbündeten machen lassen. Ich meine, manchmal sind die ja ein bisschen merkwürdig drauf und ziehen dann mal eben kurz vor Abschluss der Belagerung ab. Sowas kennt man ja alles. Aber wir sind mal optimistisch, dass das jetzt anders laufen wird. So, Lauenburg ist hier sogar. Lüneburg will Frieden. Was bieten sie uns dann? Ja, das ist lächerlich. Lehnen wir ab. Aber viel Geld haben sie. Das ist schon mal erfreulich. Unsere Kriegskosten kriegen wir hoffentlich wieder raus. Obwohl, wenn wir das ganze Land kriegen, es bleibt vielleicht nicht viel über. Mal gucken. Vom Kriegsstand her. Österreich warnt Lüttich. England sieht Dänemark nicht länger als Rivalen. Das ist aber doof. England hat Frankreich als Rivalen bestimmt. Okay, das ist nachvollziehbar. Frankreich jetzt vollkommen konsolidiert. Hier kommt es zu einer Schlacht. Was ist hier los? Die Sachsen sind wieder da. Wollen wir da mal helfen? Okay, das war wohl keine so gute Idee. Vielleicht sollten wir mal diese Provinz hier uns schnappen. Aber wir kommen ja hier... Nee, da kommen wir eben nicht rein. Auch wenn wir die Provinz uns schnappen, erst muss die Festung fallen. Ja, dann verlieren eben die Lauenburger, müssen sie mit leben. Aber wir positionieren uns lieber hier mal in Braunschweig, ist doch vielleicht der bessere Ort. Im Moment so lange Sachsen da noch nicht gefallen ist. So, 35% hier. Das ist der entscheidende Punkt. Dass die Brandenburger das durchziehen. Das müssen wir einfach mal hoffen. Na los, komm, dann vernichten wir jetzt die sächsische Armee. Wenn es kein anderer macht, dann machen wir es jetzt. In Leipzig treffen wir uns dort. Oh, wir haben sogar noch den Geländevorteil. Hervorragend. Und Egbert Soltau, der große Anführer. Nachdem wir irgendwann auch mal ein Schiff benennen können, macht die Sache klar. Selbstverständlich. Mit relativ wenig Verlusten. Erfreulich. So. Das ist der nächste Sieg. Die nächsten 1000, die vernichtet sind. Na los, dann werden wir das Vogtland jetzt auch nochmal erobern. Trotz Verlustquote. Oh ja, sehr schön. Stettin ist jetzt in der Hand von Brandenburg. Und es kommt zu einer Seeschlacht, in der erstmals unsere Großschiffe und die Freiheit von Danzig mit beteiligt sind. Und das machen wir noch mit Genuss, hier die Flotte der Pommern vernichten. Reinhard Horwege macht seine Sache hoffentlich gut. Ja, das sieht gut aus. Mal gucken. So, das Vogtland wird von uns besetzt und die Flotte ist... Ja... Sehr schön. Gibt allerdings noch Überlebende. Hm, da hätte ich zu fast noch ein bisschen mehr erwartet. Na gut, wie auch immer, wir sind jetzt bei 76%. Die Frage ist, müssen wir jetzt auf Sachsen warten oder genügt das? Das werden wir jetzt mal kontrollieren. Nein, das genügt offenbar nicht. 119 zu 134. Na gut. Dann, hier können wir glaube ich, oh doch, wir können jetzt hier reingehen. Dann schnappen wir uns auch noch Wittenberg und danach Greifswald. So, ein Level 2 Kommandant, den wir uns nicht leisten können. Und die nächste Seeschlacht. Die wir gewinnen werden, weil die nächste Provinz besetzt war und damit... Sind immer noch 4 überlebende Schiffe da? Wer hätte das gedacht? Müssen wir sie zur Reparatur mal schicken? So, jetzt aber. Eine Ge... Oh, wir haben 2 Schiffe erobert. Hm. Oh, der Admiral hat dadurch Kampferfahrung bekommen. Wucherer. Handelseffizienz 15%. Das ist natürlich spitze, wenn wir ihn nachher wieder in die Spitze unserer leichten Schiffe stellen. Das ist ja der Hammer. Sehr gut. Und wir haben jetzt
zwei Transportschiffe dazu bekommen. Wie sieht denn unser Flottenlimit jetzt aus? 21,18. Na, mal gucken, ob sich das jetzt durch die Eroberung vielleicht verändert. Wir lassen es erstmal. So, damit ist alles besetzt, außer Greifswald. Wittenberg jetzt auch. Ziehen wir nochmal in Richtung Greifswald und hoffen, dass die Kölner das mit Sachsen da hinkriegen. Dann sollten... Ach nee, Greifswald macht er schon. Okay, dann werden wir mal Folgendes machen. Wir werden mal die Armee... Oder wir werden mal die 3000 Mann... Wir sind jetzt mal ganz sparsam. Die schicken wir dorthin. Und die anderen bleiben in Berlin. Die sichern ab, falls die Kölner es sich anders überlegen. Auf die ist ja manchmal kein Verlass auf die Kölner. Naja, nee. So, und dann stehen wir immer noch dort. Was haben wir hier? Einen ausländischen Militärexperten. Unser Land befindet sich im Krieg, doch unsere Führung ist nicht vorbereitet. Wie bitte? Wir sind doch perfekt vorbereitet. Heute erschien ein ausländischer Militärexperte an unserem Hofe. Seine Reputation eilt ihm voraus und er kann sich einigermaßen in unserer Sprache im Plattdeutschen verständigen. Doch sein Preis ist unverschämt hoch. Was sollen wir mit ihm machen? So, entweder beauftragen wir ihn 33 Dukaten und wir bekommen einen General mit 100 Traditionen. Ist ja wohl der Hammer, oder? Also gerade, wo er zu den Falken gehört, machen wir das. Das machen wir. Herr mit ihm. So, Barnabas Pape kommt an unseren Hof. Wir haben jetzt allerdings einen Anführer zu viel. Die Frage ist, ob wir unseren guten... der ist ja wirklich gut. Deutlich besser als Eckbert Soltau. Aber können wir den guten Mann jetzt in den Ruhestand schicken? Tja. Leider sieht man nicht, wie alt er ist, ne? Aber ich denke mal, vielleicht hat auch Jarchow, oder man muss sagen, die Familie Jarchow schon Angst, dass es hier irgendwie der zu populär wird. Dass die Soltaus sich hier möglicherweise noch Gedanken, Chancen ausrechnen auf den Bürgermeistertitel oder so. Ich glaube, er wird, auch aus diesem Grund, wird er vielleicht diesen Militärberater auf den gehört haben, weil er den Soltau loswerden wollte. Also so ein kleiner, naja, Staatsstreich ist falsch gesagt, aber kleine Aktion, um hier die eigene Macht in der Republik zu sichern. So würde ich das mal interpretieren. Also, er wird in den ehrenvollen Ruhestand versetzt. Sagen wir es mal so. So, jetzt das letzte Schiff der pommerschen Flotte endlich vernichtet. Jetzt können wir eigentlich auch mit denen nach Hause fahren. Es herrscht keine Gefahr mehr. Erstmal reparieren. Beziehungsweise wir können auch nichts mehr blockieren. Jetzt fehlt nur noch Sachsen. Und ich glaube, darauf sollten wir wirklich noch warten. Damit wir eigentlich dann Kriegsstand 100% kriegen. Hier sind allerdings noch Pommern geflohen. Und die Todesmutigen... Machen wir hier einen Anschluss nicht erlauben. Kriegen wir sonst noch Probleme mit der Versorgung. Jetzt wird unser neuer General hier gleich mal... zum Einsatz kommen. Aber die Sachsen-Lauenburger stellen sich schon mal wieder denkbar ungeschickt an, aber es kommt... Nein! Oh! Habt ihr es gesehen? War da nicht das Schlachtsymbol? Was machen die in Polen? So, 49%. Jetzt muss das doch mal endlich was werden. Ich meinte, müssen wir eigentlich jetzt diese Schlacht schlagen? Egal, wir denken nicht drüber nach. Wir wollen sie schlagen. Jetzt. Sehr schön. Barnabas Pape macht seine Sache extrem gut. 454 Mann nur verloren. Und die gesamte Armee vernichtet. Also, das war schon ganz anständig. Warum können wir da nicht normal hingehen? Wartet mal. Wieso denn das bitte? Geht mal bitte auf dem Weg, auf dem Landweg nach Berlin zurück. Wir warten immer noch auf Sachsen. Und das Geld wird doch deutlich weniger. Eigentlich ist der Moment gekommen,
wo wir... Oh ja, das hätte ich schon gleich mal machen sollen. Wir können unsere Großschiffe hier mal auslagern und direkt stilllegen. Da brauchen sie auch nicht mehr reparieren. So, jetzt ist Sachsen gewonnen und wir haben die 100%. Und damit beginnen jetzt die Friedensverhandlungen. Okay, die Sache ist erstmal geritzt. Sie müssen ja jetzt... Haben wir jetzt auch das Richtige gewählt? Warte mal kurz. Lüneburg tritt Lüneburg an Sachsen-Lauenburg ab. Pommern tritt Stralsund an Mecklenburg ab. Genau, das wollen wir. Das ist das Ziel des Ganzen. 35. Okay. Und es ist wohl so, dass Pommern keine Koalition bilden kann. Sehr gut. Können wir noch irgendwas verlangen? Nation entlassen Thüringen? Nein. Das ist, glaube ich, jetzt nicht in unserem... Das ist jetzt zumindest nicht nötig. Verträge aufkündigen. Ach so, weil wir mit Lüneburg verhandeln... alles klar. Wahrscheinlich sollten wir erst einen Separatfrieden verhandeln, um noch irgendwas anderes rauszuschlagen. Jetzt ist das klar. Was können wir denn hier noch erreichen? Machen wir das mal. Geld, ne? Im Zweifel. Rivalität beenden, das interessiert uns eigentlich nicht. Bündnisse beenden ist auch nicht so entscheidend. Braunschweig interessiert uns auch nicht. Würzburg auch nicht. Verträge. Ansprüche aufgeben auf Böhmen, auf Brandenburg. Nö, nö, das sollen sie immer alles behalten. Handelseinfluss übertragen, das könnten wir eigentlich verlangen. Und Kriegsreparationen und Geld. Jo. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Denkfehler gemacht mit diesem Separatfrieden. Aber wir machen es mal. So. Ruhmreicher Sieg. Das ist aber erstmal ein Separatfrieden. Nur mit Sachsen, die 18.000 Mann verloren haben. Wahnsinn. Okay. Lübeck wird 83 Dukaten bekommen. Sehr schön. Und auch, also der Handelseinfluss könnte noch interessant sein für uns. So, jetzt kommt Pommern an die Reihe. Hier soll, wie gesagt, Stralsund Teil von Mecklenburg werden. Ja, das läuft. Verträge aufkündigen. Das ist, das finde ich gut. Das werden wir jetzt mal fordern, dass sie ihren doofen Bündnisvertrag mit Litauen beenden. Also wir könnten auch noch Wehren verlangen. Machen wir auch nochmal. Verträge, Ansprüche aufgeben auf Danzig. Das sollten wir auch fordern. Brandenburg, nö. Das ist okay. Und Kriegsreparationen verlangen wir auch noch. Boah, was für ein heftiger Frieden. So. Und noch alles Geld, was sie uns geben können. Okay. 14.000 Pommern sind... Mensch, wir holen aber ja auch hier das Maximum raus. Und jetzt ist Lüneburg dran. Und da ist klar... Was, wir haben keinen Diplomaten, müssen wir noch 2 Tage warten. Jetzt. So. Wir wollen Lüneburg. Ganz einfach. Hier nochmal checken. Lüneburg tritt Lüneburg an Sachsen-Lauenburg ab. Ja. Und nehmen wir jetzt das ganze Geld? Ja, wir nehmen es. Wobei, ich weiß gar nicht, wenn wir das nicht nehmen, kriegt dann Sachsen-Lauenburg das Geld? Könnte sein, ne? Sind wir mal fair und verteilen das ein bisschen. Nehmen wir nur die Hälfte. Wir haben es ja. Also, Forderung senden. So, und ich hoffe, ich habe irgendwie das jetzt nicht überreizt. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben jetzt richtig viel hier rausgehauen aus diesem Krieg. Okay, die Sache ist geritzt. So, sehr schön. Unsere Mark ist dadurch jetzt richtig gestärkt worden. Jetzt müssen wir mal kurz ein paar Maßnahmen ergreifen. Ne, erstmal gucke ich hier... Ach so, ja, wir müssen jetzt erstmal Soltau entlassen. Das ist noch ganz... Wir haben natürlich... Ganz petitvoll den Krieg noch abgewartet. So, aus dem Dienst entlassen. Seit 1468, 10 Jahre war das.
Jetzt geht er in Ruhestand. Dann wollte ich mal gucken, Freiheitsbestreben, wie sich das jetzt auswirkt. 27%, das hält sich aber wirklich im Rahmen. Das ist ja sehr in Ordnung. Und ich denke, wir könnten mal mit Mecklenburg eigentlich wieder Beziehungen verbessern. Okay, wir haben also zwei Vasallen jetzt mit zwei Provinzen. Hervorragend. Das ist eine wirkliche Stärkung des Ganzen. So, was müssen wir noch machen? Ja, genau. Diese Riga-Aktion, die ist ganz wichtig. Wieso geht's jetzt nicht mehr? Weil die Beziehungen wieder gesunken sind? Nee, irgendwas anderes. Es ist vermutlich Armeestärke. Größe der Handelsliga? Ich weiß nicht. Wie kommt das, dass das jetzt wieder... Komm, wir versuchen nochmal die Beziehung weiter zu verbessern. Das ist merkwürdig, Leute. Das ist merkwürdig. Unsere Armeen bringen wir natürlich zurück. Hier ist die andere. Und wir reduzieren dann auch gleich mal den Unterhalt. Auf erstmal die Hälfte oder so. Und dann müssen wir natürlich auch unsere Flotte hier aus leichten Schiffen. Müssen wir erstmal hier ein bisschen aussortieren. So, die Einheit wählen wir und schicken auf Mission, auf Handelsschutzmission 031, ja, Ostsee. Ist immer noch das Ziel der Wahl und wir haben hier irgendwo noch eine. Ach, die ist schon unterwegs. Sehr gut. Die werden sich ja dann schnell verbünden. Sehr gut und wir haben auch unsere Mission endlich erfüllt, dass wir Prestige über 50 gebracht haben. Oh ja, sehr gut. Dafür war der Frieden auch gut. So, damit erhalten wir auch noch 100 administrative Macht, die wir gut gebrauchen können. Brandenburg sieht Braunschweig nicht länger als Rivalen. Brandenburg hat Polen als Rivalen bestimmt. Jetzt wird's interessant. Jetzt wird's interessant. So, keine Mission. Was können wir haben? Die Rekrutenreserve muss sich erholen. Festigt unsere päpstlichen Beziehungen oder beendet den Sundzoll. Das Problem an dieser Sundzoll-Aktion ist, wir müssen... Einer der folgenden Punkte muss zutreffen. Wir müssen Lund oder Sjelland kontrollieren. Tja, und dazu müssen wir irgendwie eine Flottenhoheit haben. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir das besitzen. Ob wir das besitzen gegen Dänemark. Also falls es zum Freiheitskrieg kommt, dann hat ja Schweden auch eine Flotte. Insofern gibt es eine gewisse Chance, dass wir das vielleicht schaffen könnten. Dänemark. Wir könnten hier auch nochmal in die Statistiken gucken. Militärflotten. Gesamt gucken wir mal hier, ob Dänemark hier irgendwo auftaucht. Die haben 6 Kleinschiffe und 7 Galeeren. Ja, das ist ja kein Problem. Das hätte ich ja völlig anders eingeschätzt. Okay, dann nehmen wir das als Ziel. Wow, das gibt auch richtig tolle Effekte. Schaut euch das mal an. Bis 21. Provinzhandelseinfluss, aber lokal. Welche Provinz ist das? Ach, Lübeck. Lübeck bekommt plus 25% Handels. Wow, Wahnsinn. Das muss unser absolutes Ziel sein, das zu erreichen. Und ich denke, wir sind auch so konsolidiert, dass uns das gelingen könnte. Sehr schön. So, dann lassen wir mal ein bisschen weiterlaufen. Wir haben jetzt alle unsere Diplomaten unterwegs. Was sind denn hier eigentlich noch für komische Flotten? Ach so, das ist diese... Ja, wir werden jetzt die Galeeren... Die Galeere werden wir wieder entlassen. Wir könnten sie auch versuchen zu verkaufen, aber es ist mir jetzt zu viel Fummelei. Wir lassen sie einfach. Was liegt hier jetzt noch rum? Das sind die... Das ist die Handelsflotte. Die Transportflotte und... Warum ist die noch nicht unterwegs? Ach, die wird noch repariert. Ja, alles klar. So, Riga können wir jetzt abberufen. Das ist jetzt die Frage. Was wird mit Riga? 48, 49, da hat sich nichts verändert. Merkwürdig. Merkwürdig.
Wir können vielleicht noch Armeestärke oder Flottenstärke was tun. Ich guck mal ganz kurz. Ja, hier sind wir zwei über den Durst und hier ein unter. Vielleicht können wir da noch was erledigen. Wobei wir haben überhaupt keine Rekrutenreserve jetzt im Moment. Das ist ein Problem. Und wenn, dann würde ich eigentlich auch erst abwarten, bis wir Artillerie haben, bevor ich jetzt hier neu rekrutiere. Also Riga bleibt ein offener Punkt. So, Hamburg hat Pommern als Rivalen bestimmt, das ist gut. Pommern sieht Brandenburg nicht mehr als Rivalen, das ist doof. Pommern Danzig als Rivalen, okay. Nein! 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 Das kann doch nicht wahr sein! Sachsen-Lauenburg akzeptiert die Forderung nach unrechtmäßigem Gebiet. Oh, der Kaiser hat uns hier zwischengefunkt. Boah. Das ist ja nervig. Lüneburg ist wieder da. Ey. Unfassbar. Also, vermutlich ist der Weg im Reich, unsere Marken zu vergrößern, schwierig. Sehr schwierig. Ich weiß nicht, wovon das abhängt, ob die KI das macht, ob hier Lauenburg einknickt oder nicht. Ah, ich bin aber ein bisschen enttäuscht. Markgraf Georg I. von Askanien. Fruchtbar und ein Gelehrter. Du bist eingeknickt. Das ist bitter. Gut, wir haben immerhin noch Stralsund. Das war jetzt eher so ein Nebenprojekt war. Ich hoffe, der Mecklenburger ist ein bisschen stabiler hier. Ludwig I. von Wassel. Auch fruchtbar, wohlwollend und gierig. Naja, wollen wir dann mal hoffen, dass er gierig genug ist, dass er Stralsund behält. Ansonsten geht es ja wohl wirklich nur in Richtung Dänemark, wenn wir uns ausdehnen wollen. Echt doof. Echt doof. So, Litauen Staatsehe mit Pommern gebrochen. Sehr gut, weil wir das Bündnis beendet haben, ist das dann auch zu Ende. Okay, Leute. Gut. Das ist ja ein bisschen, tja, ein bisschen schade, dass dieser Krieg jetzt kein hundertprozentiger Erfolg war. Ich meine, wir haben sehr, sehr viel Geld jetzt bekommen. Das haben wir für eine Bilanz der Zeit. Plus 4,08, aber das wird sich, glaube ich, noch weiter verbessern. Kriegsreparation 2,5, das ist auch eine Menge. Von Pommern 1,6, das ist schon in Ordnung. Ja, vom Handelseinfluss werden wir auch noch profitieren. Na gut, okay. Leute, mal schauen, was wir jetzt tun. Wir müssen uns auf jeden Fall erstmal erholen. Insofern wird eine Friedensphase sich anschließen. Es sei denn, die Schweden kommen auf die Idee, sich jetzt endlich zu befreien. Da wären wir natürlich auch mit dabei. Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Steinwallen.